Hallo und herzlich. Schnauze. Hallo und herzlich willkommen zurück auf YouTube in der Pummelrunde zu The Forest. Hallo, auch von mir, dem Hishu. So, und jetzt kannst du sagen, was du willst. So, hallo und willkommen zurück. So, wir bauen heute hoffentlich den Turm fertig. Der braucht ja auch nur ganz wenige. 300, wie viel? 280 Baumstämme. Das kriegen wir gewuppt. Ja. Das machen wir in der heutigen Aufnahme. Und es gab in der Zwischenzeit ein Update. Echt jetzt? Schon wieder? Hä? Nein, wir haben schon länger nicht mehr gespielt, weißt du? Es gab in der Zwischenzeit ein Update, was bewirkt, dass wir jetzt eventuell tatsächlich fliegen können mit dem Ding. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja, also man kann das bei einer der alten Folgen sehen, da stürze ich nämlich frivol einfach in die Tiefe. Frivol oder frischlecht? Ja, es war eher schlecht. Also, es war sehr, sehr lustig, weil ich nämlich einfach so plötzlich mal so in die Tiefe gestürzt bin. Anders kann man das nicht sagen. Und, naja, auf jeden Fall, das bezog sich anscheinend auf die Tatsache, wenn man auf einem Server gespielt hat, gab es Probleme mit der Flugphysik. Wer hätte es gedacht? Also es lag irgendwie nicht an uns, aber unter Umständen konnte es halt zu Problemen physikalischer Natur kommen. Ich nehme hier mal den. Ich würde sagen, wir packen das hier da hinten hin besser, oder? Wo unser Turmgebaue losgeht. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wie weit der Umkreis ist. Ach so, du packst mal hier so hin. Ah, du meinst, dass keine Eingeborenen kommen und uns nerven? Ja, dass sie uns hier nicht nerven. Eine sehr gute Idee. Ich fange an mit Baumfällen. Obwohl, eigentlich könnte ich doch auch die... Was denn? Also da hinten steht der Turm, ne? Nur mal so. Da sind schon so ein paar in der Luft schwebende Stämme dran. Aber es fehlt halt noch was. Baumfeld! Du kannst gleich mal so ein Ding mitbringen hier. So ein Auto. Ah, so ein Schlitten? Ja, natürlich. Machen wir doch gleich. Ja, so ein Auto halt, ne? Du weißt schon, Baumfeld. So ein Auto. Weißt du? Ja. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, einfach mit der Kette... Ah! Oh, scheiße! Ja, bitte? Krokodil! Krokodil! Ah, ja. Kopfschuss, Krokodil! Kopfschuss, Krokodil. Ja, okay. Ich mach hier Kopfschüsse. Das machst du auch bestimmt ganz toll. Ja. Ah, gut. So, das Krokodil ist erlegt. Hast du gemacht? Ja, hab ich. Sag mal, hab ich gemacht? Hab ich gemacht. So. So, das hätten wir. Hier haben wir noch einen Baum. Geh weg, Schildkröte. Nee, ich hab mir eben gedacht, ich benutze auch mal die Kettensäge. Die Kettensäge, weil, haben wir irgendwie so. Die haben wir ehrlich gesagt fürs Baumfällen haben wir die irgendwie nie so richtig benutzt, oder ja, irre ich mich? Warum sollte die auch fürs Baumfällen gut sein? Okay. Weil es eine Kettensäge ist. So, Baumfeld. Hab ich gemacht. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit dieses komische Ding da im Hintergrund im Ohr. So, Moment. Wie, du hast an dem Ohr? Das sollte im Boden stecken. Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. Was ist denn das in deinem Ohr? So. Ich hoffe. Ich muss mal kurz gucken, ob es jetzt wieder anfängt zu ruckeln. Was denn? So, da. Bring ich das da hinten hin. Hey, wieso fährst du das in die Richtung? Hallo. Du hast doch da ein anderes hingestellt. Halt, Wildschwein! Nicht mit dem. Ha! Hab ich! Hier kommt noch eins. Wo? Das war schön. Hast du also Wildschwein? Ja, komm mal, nicht.
So. Kommst du aber bitte her und nimmst gleichzeitig mit mir die Haut? Okay, 3, 2, 1. Sehr gut. Hast du auch Wildschweinleder? Ich bin voll. Ich geh mal kurz Wildschweinfleisch aufhängen. Ja. Ja. Wir müssen ja schließlich ein bisschen Brauchen wir noch Trockenfleisch. für irgendwas Steine? Du sag mal, habe ich irgendwie. Ah, okay. Ja, bei mir lädt das auf die Entfernung irgendwie gerade nicht so richtig. Brauchen wir noch für Steine? irgendwas Steine? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich bin mit Steinen voll, deswegen tue ich jetzt gerade mal. Da sind Stöcke drin. Da sind Stöcke drin. Wir Ach, können mit hier keine C, der weiteren Brunnen. Steine lagern. Ach so, ja, gut, okay, dann sind wir wohl voll, ne? So, hier. C, C. Ja, auch nochmal C, C, dran. C, 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 C. Und da. Du kannst hier aber deine Stöcke reintun. Was Ich denn? wäre. Ach, ich habe da so ein Bein noch im Inventar. Wieso? War halt so da. Ich will eine Mauer bauen. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Habe ich gar nicht gesagt. Ich möchte aber doch eine Mauer bauen. Oh, wir haben hier auch noch ganz viele Holzstämme. Okay. Nein, das ist unser Notfallvorrat. Ich jetzt? Ja. Also ich bin ja mal gespannt. Ich weiß nicht, es gibt ja derzeit ganz viele Spiele, die so ähnlich sind wie The Forest. Wäre mal gespannt, ob Green Hell irgendwann mal Multiplayer bekommt. Das wäre cool. Das war meine Idee. Ja, das stimmt. Hast du mich auch vorhin draufgebracht? Ja, nicht hier als deine deklarieren. Weil ich fände ich das irgendwie sehr cool. Aber ich muss sagen, ich fände es auch sehr cool, wenn wir einfach nur mal noch so ein ähnliches Spiel wie The Forest. Wäre cool. Du Ich meine, meinst The Ark. Forest 2. The Forest 2, ja, genau. Ja, das ist doch das, was wir wollen, oder nicht? Ja, im Prinzip. Uiuiui, das wird schon, glaube ich, sehr anstrengend, den Turm. So. Vor allen Dingen müssen wir ja dann auch gleich nochmal, wir müssen auf jeden Fall schlafen, ansonsten sehen uns die Bäume aus, ne? Krokodil, Krokodil auf dem Weg zu dir! Irgendwo. Dahin, wo der Baum jetzt gerade hingefallen ist. Da. Ja, aber ich laufe hier gerade. Oh, bitte nicht. Wieso kann ich hier nirgendwo das Ding anbauen? Guck, Hallo? jetzt rennt's weg. Ah ja, okay. Geht. B brauchen wir auch noch. Ich bin so gespannt, wie das wird, wenn wir davon runterfliegen. Ja, hoffentlich fliegen wir nicht runter. Also wenn wir einfach nur zu in die Tiefe stürzen, sind wir danach tot. Also, naja gut, einer von uns beiden. Schließlich haben wir nicht genügend Sachen, um zwei Flieger zu bauen. Da haben wir genug Sachen. Ja, haben wir? Ja, bestimmt. Wir werden zumindest noch welche finden, wahrscheinlich. Du, das Krokodil ist blutig. Warum ist das Krokodil blutig? Hast du da drauf geschossen? Es hat vielleicht seine Tage. Oh, das hat einen Baum abbekommen. Quatsch. Natürlich habe ich Nein. drauf geschossen. Ich brauche gar nichts mehr gerade. Was? Ich sage, ich brauche gar nichts mehr gerade. Natürlich habe ich darauf geschossen. Ach so, dann ist ja gut.
Dann ist alles in Ordnung. Boah, dieser Turm. Ich freue mich so, wenn der steht. Das wird ein Spaß. Wo müssen wir denn hier anlegen? Achso, warte. Du musst ein bisschen hochgucken, glaube ich. Nein, hier war gerade was. Das Gefühl. So. Lalala. Du! Und was denn? Das Krokodil hat mich gehauen, also. Dann hau's zurück, das böse Krokodil. Ist so geil, wie diese Stäbchen da oben in der Luft fliegen. Die 7 von den 22. Stipp! Bist du tot? Oh, Stein. Ja. So, noch 266 Baumstämme. Ich hätte hier so ein... Ja. Was hättest du da? Krokodil. Das geht doch. Und ich glaube, dann müssen wir... Was müssen wir dann... Eingeborener! Hat keine Zeit für den jetzt. Eingeborene! Headshot! Headshot! Nein! Du bist dran! Aua! Der rennt weg! Rennen! Lauf! Willst du das Artefakt vielleicht hier aufstellen? Ja. Soll ich hier mal ein Lagerfeuer machen? Wenn du willst, ja. Achso, wegen den Knochen? Ja, mach. Ja, ja. Vielleicht bin am Artefakt vorbei zu gerannt. So, zwei Stäbchen. Und dann machen wir hier. Und dann machen wir das so an. Und los geht's. So. Zack. Hä? Was denn jetzt? Aus dem schon Nichts wieder? Kommt hier plötzlich. Hier kam einfach aus dem Nichts plötzlich ein Kroko. Das schon ziemlich blutig war. Ich glaube, das ist ins Feuer gerannt. Bei mir brennt das. Oder nicht? Nö, bei mir brennt das nicht, aber es ist tot. Es ist jetzt ein totes Kroko. Au! Was denn? Mein Kroko lebt noch. Na? Bleibst du hier? Okay, dieses Kroko ist auch ein totes Kroko. Gut, schmeiß halt einfach mit ins Feuer. Oh, hier ist Echsenhaut, wenn du welche nehmen könntest. Ich hab welche schon. Also. Ja, ich bin voll mit Echsenhaut, deswegen. Aber ich leg hier mal ein bisschen Krokofleisch drauf. Ich bin halb leer. Also halb voll. Ich habe 2 Stück draufgelegt. Können wir dann genau. Bisschen. Denk dran, wenn unser Würstchenfreund kommt, ne? Das Würstchen. Ja, den dürften wir, wenn der kommt, auf jeden Fall. Hä? Vor allem weg von dem Turm. Ja. Vor allen Dingen, das Würstchen funktioniert ja, glaube ich, nicht mit, dem macht ja das Artefakt einen Scheiß. Denke ich auch, so, ne? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe irgendwann mal. Irgendeiner hat Tests gemacht, dieses Artefakt hält. Das bringt ja immer den normalen Eingeborenen was. Ja, aber Spezialgegner hält irgendwie nicht weg, nicht fern. Hallo, ich will den Baumstamm. Gib mir den Baumstamm! So. Also von mir kriegst du gar nichts, ja? Ach so. Von dir krieg ich nix? Nö. Dann nicht mal ein Bussi? Na, vielleicht. Dann gehe ich gleich zu unserer Puppe da.
begrüßt die. Ach so! Ach, das findest du witzig, ne? Ja, schon. Ah, oh, oh, ich glaube, das Fleisch ist verbrannt. Ah ja, lecker Kohle. Kohlebrikett. Noch mehr Kohlebrikett. Lecker. So. Hauptsache ein bisschen Kohle. Ja, hallo? Wie wir gelernt haben, kriegt man davon eine Lebensmittelvergiftung. Nein, man heilt damit eine. Ich bin's immer so schwer. Nein. Bleiben hier, ja? Ja. Ich find's immer schwierig, wenn Leute Computerspiele spielen und sich zumindest nicht mal. Hase. Hä? Juhu. Ein Hasenfell. Aha. Weiß nicht, wir haben auch noch immer noch nicht alles im Spiel gecraftet, deswegen. Nee, das stimmt. Dafür gibt es übrigens ein Achievement, wenn man alles im Spiel craftet. Deswegen wäre das eigentlich eine interessante Sache. Ich mag das Geräusch, was es macht, wenn man mit der Kettensäge Bäume fällt. Ja. Der Turm wird. Der Turm wird. Hier sind so viele Bäume. So. Hier sind übrigens alles voller Blaubeeren, bei mir zumindest. Einmal Kettensäge anschließen und durchziehen. Hörst du? Wenn du Hunger hast, hier sind hauptsächlich Blaubeeren. Okay. Super, weiß ich Bescheid. Einmal nochmal. Baum fällt. Oh. Na komm. Komm, Baum. Wo ist mein Auto? Und den jetzt in die Gegend. Wo ist mein Auto? Das steht da unten und hat keinerlei Sinn und Zweck. Das andere. Nein. Katana. Ja, danke. Ich fände Fahrzeuge in the Forest wirklich schön. Wie soll der die denn bauen? Wenn der sehr geschickt ist, kann er sich vielleicht ein Fahrrad bauen. Aber es war es auch schon. Ja, wenn er sehr geschickt ist, kann er sich ein Fahrrad bauen. Aber ich glaube, es wäre irgendwie. Ja, ja gut, er hat einen Schlitten. Ne? So. Das muss man ihm zugutehalten, er hat einen Schlitten. Er hat einen Schildkrötenpanzer. Ja, ich war. Red seine Achievements nicht klein. Ich rede hier gar nichts klein, würde mir nie einfallen. Es ist ein kleiner. Es ist ein kleines Fortbewegungsmittel für einen Menschen in the Forest. Ist denn noch einer drauf? Ich glaube nicht. Doch. Stöcke brauchen wir keine mehr. Nee? Ne. Ja, dann. So. Nur noch 205. Boah, meine Güte. Das machen wir doch mit links immer. Ja, ich glaube auch, das kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Ja, das kriegen sowieso. Wir gewuppt. Hä? Wenn ich hier da drauf, danke. Lalala. Mein Häschen. Gut, nur noch 193. Oh, und es wird dunkel. Ja, lass uns schlafen gehen, wenn es dunkel ist gleich. Ja, wenn wir es können. Müsste eigentlich. Also gerade war das halb voll, also. Ah, okay. Hä? Achso. Wäre ja durchaus gut, wenn man dann. Ah, wie gut der schon aussieht. Ich finde das sehr geil, dass wir da oben ein paar Baumstämme hin tun und unten welche und in der Mitte welche und so. Nicht, dass man das irgendwie einfach mal so von unten nach oben aufbaut. Ja,
wir machen das irgendwie. Ja. Ich finde das gut mit der Kettensäge. Da kommt so richtig Stimmung auf im Wald. So richtig Schwung in dem Wald, meinst du? Ja, da kommt so richtig Schwung in den Wald. Vor allen Dingen alle Bäume, die wir jetzt absägen, die. Was? Alle Bäume, die wir jetzt absägen, kommen ja nach, wenn wir dann hoffentlich schlafen, ne? Mhm. Deswegen alle einfach mal. Das Problem ist, ich sehe gleich hier wieder mal nichts mehr. Du hattest doch den Punkt gefunden, wo man das einstellen konnte. Ach so, ja, auf modern halt. Nee, wo? Also. Bei Gameplay, ich weiß nicht so genau. Moment. Einstellungen. Gameplay. Lalalala. Nachwachsende Bäume an. Cheats erlauben. Es gibt Cheats. Nee, Anzeige oder Grafik. Guck mal da bei den beiden. Grafik. Farbkorrektur steht bei mir auf modern. Ja, und dann siehst du nichts. Doch, ich sehe was. Ich dachte bloß. Entschuldigung. Mann! Lass das! Tut mir leid! Es tut mir leid! War der typische Forest-Fehler. Falsch. Hörst du jetzt auf? Ich muss mir das Funkgerät unbedingt auf irgendeine andere Taste legen. Ach ja, 169. Ist das nicht spitze? Soll ich mal gucken, ob wir schlafen können? Guck mal, ob wir schlafen können. Na gut, dann lässt man das Auto hier stehen. Katana in die Hand, falls ich Besuch kriege. Boah, wenn jetzt dieses blöde Vieh kommen würde, ne? Das wäre gemein. Das wäre sehr, sehr gemein. Weil jetzt gerade habe ich überhaupt gar keinen Hunger auf Würstchen, du? Nee, ich habe generell keinen Hunger auf Würstchen. Das liegt aber eher an meinem Vegetarismus. So. Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin so müde. Echt jetzt? Ja, ich konnte nicht bis ganz nach Hause rennen. So, machen wir mal eben die Stücke hier rein. La 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 da 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 da. La la la. Wir haben eben festgestellt, unsere letzte Forest-Aufnahme war wann? Im Januar? Erster. Boah. Wir können sowas von schlafen. Kommst du bitte her? Ah ja, gut, okay. Ich komm dann mal dahin. Hier leuchtet schön blau. Ausdauer weg. Komm mal eben noch rohes Fleisch aufhängen. Ja. Nö. So, ich trinke mal hier so eine Dose weg. Ach so, das gibt mir ja auch wieder Energie. Juhu! Oh. Ja, bitte? Ich habe bloß gerade bin an einem Blaubeerenbusch vorbeigerannt. Und dachte mir, hey, nimmst du doch mal drei Bärchen? Du bist daran vorbeigefahren? Gerannt. Hallo, Pseudonyma, ich bin auf dem Weg. Ja, machen wir jetzt erst noch was hier. So. Liebe? Hä, wieso habe ich. Achso, ich wurde ja gerade angefallen von so einem Vieh, warte mal. Hallo, Timmy. Hallo, Frau. Das und dann können wir das so machen und dann haben wir ein neues. So, habe ich mich auch gewaschen. Ja, nimm mal beides. Die gute Frau hat mich ins Wasser geschubst, hat gesagt, nee, Junge, du bist so dreckig. So. Das glaube ich gerne. Mache ich ja auch ständig. Ja. Eimer gespeichert. Ah! Bin auch ins Wasser gefallen. Ja, natürlich. Vorm Zwettgehen muss erst Muppen. Vorm Zwettgehen muss erst immer mal baden. Einmal gebaden.
baden. Ich habe ja gerade Feuer angemacht. Wieso ist es wieder aus? Erst schlafen, dann speichern. Genau. So. Ich schlafe. Und gute ich Nacht. Auch. Gute Nacht. Gute so. Nacht, Timmy. Gute Nacht, gute Nacht. Alfred. Gute Nacht, Franz. Alfred Jodokus Quack. Du musst Quack. Auch speichern. Hast du gespeichert? Ich hab gespeichert. Also. Was war das eben? Guten Morgen, Welt. Nom, 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 nom. Achso, ja, Essen, stimmt. So, ich brauch... Ah! Den rüsten wir mal auf. Lala, jetzt müssen wir noch was trinken. Oh. Haben wir eigentlich was im Garten? Boah, wir haben sogar Sachen im Garten, krass. Echt? Die sind nicht verschwunden seit dem letzten Mal? Nein. Also, vielleicht ist was verschwunden, aber zumindest nicht alles. So, getrunken haben wir auch. Interessant. Kannst du mal Feuer wieder ausmachen? Danke. So. Oh, toll. Tür hat mich zur Seite geschubst. Ist eine böse Tür. So eine böse unser Turm. Unser Turm macht Fortschritte. Schade, dass wir dafür keine Steine brauchen. Wir müssen Steine drumherum machen. Deine? Ja klar, damit es keiner abreißen kann. Das sind aber nicht viele Bäume nachgewachsen. Naja. Besser als gar nichts, ne? Warte, ich zeig dir, wie wir machen, ja? Jo. La 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 la. Mach du mal deinen Turm. Ich muss nur mal gucken, wo geht's denn hier? Wo ist denn der Eingang? Hier. So. Hä? Ah, okay. Baumfeld! Ah, ich liebe die Motorsäge. Obwohl, wenn man die Motorsäge benutzt, wird man nicht stärker. Okay, wo ist die Axt? Das ist richtig. Mann, hier muss hin. Gut, denn da. Huch. Du? Hm? Ich probiere gerade mal was aus, weil das ein Achievement gibt. Ja. Bleib bitte da weg. Ich? Ah nee, das waren nur drei Bäume. Ach so, du, ja. Ich sehe schon, was du getan hast. Ach, Mist. Mhm. Na gut, okay. Dann halt die drei Bäume. So, aber ich frage mich, also ich habe an meinem Rucksack gerade keine Axt mehr dran. Dynamit. Ja, dann nehmen wir doch die moderne Axt. Ne? Kombinieren mit der 4. So. Eventuell müsste man dann mal gucken, dass man an irgendeinem Punkt sagt, wir holen uns was fehlt uns denn noch? Der moderne Bogen, ja? Ne? Ja, und auf jeden Fall. Fehlt uns noch die rostige Axt? Ich glaube, die rostige Axt haben wir auch. Wir haben alle Äxte. Ich glaube, die Pistole haben wir noch nicht komplett zusammengebaut. Die müssen wir uns auch noch holen, ne? Also ich habe nicht alle Teile von der Pistole, du? Ich glaube, doch. Lass mich doch gleich mal gucken hier. Bin doch hier gerade am Bauen, Mensch. Oh. Das, ach du,